Trotz jüngster Rekordumsätze bei einzelnen Unternehmen, insgesamt schwächelt die deutsche Wirtschaft. Und das hinterlässt Spuren in den Quartalsbilanzen der DAX-Konzerne. Melanie Böff von der Frankfurter Börse, wie genau macht sich das denn bemerkbar? Ja, in dieser Studie von Ernst & Young zeigt sich vor allem ein uneinheitliches Bild. Ja, es gab Umsatzrekorde im DAX, aber viele Konzerne haben eben auch niedrigere Umsätze und Gewinne als im Vorjahreszeitraum verzeichnet. Das heißt, das Wachstum, das hat an Tempo verloren. Und in der Summe lag das Wachstum unter der Inflationsrate. Ein paar Gewinner gab es, das waren die Autokonzerne. Die gehörten nach der Analyse zu den gewinnstärksten Unternehmen im zweiten Quartal. Die profitieren natürlich von hohen Preisen, aber auch hier gibt es Gegenwind. Weniger Aufträge, die Kauflaune bei den Kunden ist verhalten. Und diese Konjunktursorgen, die prägen natürlich auch das Bild an den Aktienmärkten. Hier liegt der DAX aktuell im Minus bei 15.942 Punkten. Und nach der guten Laune in den letzten Monaten zeigt sich hier einfach, weniger Risiko ist aktuell die Devise. Vielen Dank, Melanie Böff von der Frankfurter Börse.